Willkommen zurück bei Let's Play Caspian. Wir sind immer noch bei der ersten Treppe, wo ich schon ein bisschen hochgekraxelt bin. Und wir sind schon bei den braunen Stufen. Die Glocke da oben vielleicht? As you near the top, you will hear a bell ringing. The exit is near. Hurry. Anyway, good luck. Aber wer redet eigentlich? Da ist doch sonst keiner, oder? Siehst du da niemanden? Hier beide? Wer ist denn das? Denke ich, sollen wir irgendwann rausfinden. Diese kann man nicht schieben und auch nicht drücken, das da geht gar nichts. Ist etwas nervig. Oh, das ist noch Knete. Sag ich mal schnell ein. Das kann man aber auch so machen, es geht dann ein bisschen flotter. Und wir sind schon am Ende. Was war das denn? Ach du Scheiße. Ich hoffe, wir werden nicht rausfinden, was das war. Oh, und wir haben eine Silbermedaille gekriegt. Um da eine Goldmedaille zu kriegen, müsste ich den einen Rutsch einfach durchwaschen. Das habe ich auch schon mal geschafft. Aber natürlich jetzt mit den ganzen Stoppen und dem ganzen Tutorial-Zeug war das ein bisschen nervig und ich habe mich auch ein bisschen verbaut. War ein bisschen kleiner Fail. Aber nicht so schlimm. Wir machen mal weiter. Um diesen Albtraum zu beenden. Hello? Yeah. I'll be in today's code review meeting. Really? No, I'm just a little under the weather. No, it's okay. I'll be right there. Yeah. Sorry. So are you getting anything extra for this? For what? For all this overtime you're doing. Oh, not this time. This time? Do you usually get overtime pay? Well, no, but... So you don't get anything? Here, two sugars. Hey, Catherine. Have you ever had a dream where you died? You mean like where you're in danger? No, where you actually die. You're being killed or something. No, I usually do the killing in my dreams. Huh. Well, that sounds like you. What's that supposed to mean? Hey, how many years have we been together? It's been so long, I can't remember. How many years? I'm asking you. It's just... My mother's been calling me up and asking how we're doing. Oh.
She's worried about me. She knows I've got a career that keeps me busy, but... Yeah. I mean, it's easy to keep things like they are now, but... I don't know. Sometimes easy's best, right? I mean, who knows what'll happen in the future? I suppose... In other news, we have more on the recent string of unexplained deaths that seem to be exclusively involving young men. Cause of death is unknown, and while police are investigating accidental causes, foul play has apparently not been... Hey, change it! The match is on! Oh, two beers over here! Coming! Catherine keeps telling me how her mother is constantly calling her. She says she's not worried about it, though. Feather's totally gonna take it, right, Vinny? And what do you think? So, who are you betting on? Come on, pick one. Are you kidding? Women's wrestling? What I know. Sounds to me like she finally wants you to tie the knot. You think so too? What else could it mean? I've known you since we were kids, but... Wow, you... Married, huh? Hey, nothing set in stone yet. What, you don't want to marry your girlfriend? It's not that. I love her, but I don't think we need to run out and get married. You know, it's like we're comfortable where we are. Are you? That's what she said. Her job's always most important to her. I mean, you know she's always been the ambitious type, right? It doesn't mean she'll always be like that. That's not what I mean. Besides... You're single, too. Hey, I'm still looking for my soulmate. I'm not like you. I've already told my girl that I'm not interested in marrying her. What if you never meet your soulmate? Then I'll never get married. So what? That sounds just like you, Chief. Anyway, did you hear about Paul? He's dead. Paul? Wait, that Paul? He's dead? Yeah. I heard he just got divorced, but he looked healthy. It's a complete shock. What happened to him? An accident? I don't know. Apparently his mother just found him dead in his room this morning. This morning? Wait, you mean... Yeah, the mystery death on the news? That was him. Holy shit, no way! Maybe Will all wind up dead tomorrow too. Shut the hell up. Man, I hate the news. They're always trying to push their agenda for ratings. Toby, you are really easy to mess with. Well, speaking of crazy stuff this morning, I pissed the bed for the first time since grade school. What? Oh, that's messed up, man. I had a really scary dream. I don't remember what it was about. Oh, man. How old are you? 32. I know that. You know, I don't think I need to hear this. Shut up. I was really fucking scared, all right? Oh, where are you guys going? Stick around. I don't want to go home just yet. So? Why don't you have Catherine meet you here? No, I just saw her today. Besides, she'd get mad at me if I told her. Ah, jeez. What does she see in this poor fool? Sorry, but I gotta be in early tomorrow. Don't drink too much, okay? All right. Take care, Vince. See you later. Wir sind im Spaceship. From your phone, you can check your text messages and save. You could even reply to some messages. Be sure to read them when they come. Okay, dann lesen wir, was wir gerade gekriegt haben. Und ja, ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen, wenn ich gesagt habe, dass die Cutscenes etwas lang sind. Ist ein bisschen nervig, aber
Dafür ist die Story, wie ich finde, ziemlich spannend bisher. Okay, wir haben drei Nachrichten. Das wird Spam sein. Verbringst du Zeit im schreienden Schaf, also dieser Bar, hältst du Textnachrichten auf deinem Handy. Auf manche kannst du sogar antworten. Abhängig von deiner Antwort können sich Quinns Gefühle und die der Person, die er schreibt, ändern. Wird fortgesetzt. Huch, da. Wenn du die Eingabetaste drückst, wird eine neue Zeile für deine Antwort zugefügt. Drück die Zurücktaste, um die letzte Zeile zu löschen. Und die Eingabetaste erneut, um einen neuen Satz zu schreiben. Wähle den Satz, mit dem du antworten willst. Sei immer ehrlich. Gut, dann lesen wir mal, was die gerade gekriegt haben. Ich glaube, das war von unserer Freundin Katrin. Wie schon gesagt, ich treffe mich zum Essen mit alten Freunden. Schon komisch. Die meisten sind bereits verheiratet und die Hälfte hat bereits Kinder. Alle zeigen Fotos von ihren Familien herum und irgendwie fühle ich mich dadurch als Außenseiter. Vielleicht wird es für uns auch Zeit, aus der Kuschelecke zu kommen. Was schreiben wir denn da am besten? Stört dich das? Also wir können jetzt verschiedenartig schreiben, einmal positiv und einmal negativ, so, ja, da kann man verschiedene Sachen dann gucken. Denkst du viel nach, das ist ja zum Beispiel positiv. Sorry, kann im Moment nicht denken, das ist wahrscheinlich eher negativ, also willst du schon eine gute Antwort von uns, je nachdem, ob wir uns jetzt auf ihre Seite stürzen oder eben nicht. Aber ich finde, da wir noch ziemlich am Anfang sind und ja. Würde mal sagen, wir stellen uns mal auf Catherines Seite. Du denkst zu viel nach. Ich finde, wir machen das schon richtig. Da können wir noch. Wir müssen noch nicht so festgelegt sein. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Das ist doppelt gemoppelt. Ich finde, wir machen das schon richtig. Aber wir müssen sich ja nicht beeilen mit Kindern und alles. Wir müssen das nicht überstürzen. Das passt zu mir gut, lass uns einen Film angucken, ja, können die beiden drüber quatschen. Ich verdenke, das passt schon. Okay, dann schicken wir mal los. Rot ist gut und blau ist schlecht. So, und die Story bisher ist schon mal, wie ich finde, ziemlich interessant. Er ist aus dem Schlaf aufgewacht und ja. Dann ist noch unsere Freundin dazu gekommen, Catherine, die unbedingt heiraten will, wie ich finde, wirklich nur, weil ihre Mutter Druck macht. Also ich denke eher nicht, dass es wirklich ihr Wunsch ist, denn wie sie schon gesagt hat, sie hat mit der Arbeit schon genug am Hut. Sie arbeitet, soweit ich weiß, in der Textilindustrie als Managerin oder irgendwie so eine Art und er ist Softwareentwickler, hat ein ziemlich chilliges Leben und derzeit passt alles. Aber da jetzt seine Freundin Stress macht mit heiraten und dann auch Kinder und alles andere, hat er natürlich ziemlich Muffensausen und Albträume. Deshalb sind wir hier auch ein bisschen in der Kletterpartie unterwegs gewesen. Denn das sind seine Albträume und ich kann schon mal so viel spoilern, die beiden Arme am Ende, die wir gesehen haben, das waren die Arme von Catherine. So, aber jetzt mal genug gespoilert, wir machen mal ein bisschen weiter. Kann man doch lesen, was man da losgeschickt hat. Die Antwort, ich denkst du viel nach, ich finde, wir machen das schon richtig, wir müssen das nicht überstürzen und lassen zunächst einen Film anschauen. Bis bald. Ich denke, das passt schon. Damit sie dann mal ein bisschen runterkommt. Sie muss sich da mal nicht zu viel Stress machen damit, die haben alle Zeit der Welt. Sie sind ja beide noch 32. Weil ich sagen muss, heutzutage, da stressen sich schon einige. Also ich kenne zum Beispiel einige 20-Jährige, die wollen unbedingt jetzt schon ein Kind haben. Und ich kenne 20-Jährige, die haben schon ein Kind. Das finde ich viel zu früh, aber ich denke so mit 30 rum, das, ja, würde schon passen, aber die müssen sich mal nicht so übereilen oder überstürzen. Vor allem wenn Druck von außen kommt, durch unser Schwiegermonster, da freue ich mich auch schon drauf. Ich weiß nicht, ob wir die irgendwann mal sehen oder nicht. Und ich weiß nicht, ich laber so viel, aber das liegt nur daran, dass der Part schon wieder zu Ende ist. Und ja, ich sag mal, das war's für diesen Part. Wir haben eine schöne lange Cutscene gesehen und haben ein bisschen Einblick in Vince Liebesleben und auch über seine Freunde gesehen.
Und wir sind jetzt hier im streunenden Schaf bei seiner Lieblingskneipe. Und wir werden im nächsten Part ein paar Bierchen trinken. Und ja, mal gucken, was da noch alles auf uns wartet. Also, ich sag danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Catherine. Ciao.